Strahlender Sonnenschein, der Golden Oktober 2011 in Blockhausen. Die besten Kettensägenschnitzer aus ganz Deutschland ermitteln ihren Meister. Ja, wir haben dieses Wochenende die deutschen Meisterschaften im Speedcarving, Schnellschnitzen. Und die 14 der schnellsten Kettensägenschnitzer Deutschlands sind hier angetreten, um ihren Meister zu ermitteln. Und heute wird das Holz vorbereitet, da fährt man fertig Stämme runter. Sie entsplinten das Holz, also machen die Rinde runter und bereiten die Stücke so vor, dass sie dann morgen einen scharfen Start haben. Am Montagabend, 17 Uhr, denke ich, dass wir dann den deutschen Meister ermitteln haben. 14 Säger aus ganz Deutschland möchten nun ran ans Holz, doch ein Bodenabend trennt sie noch von ihren geliebten Arbeitsplätzen. Ich habe aber auch eine weibliche Seite, das muss ich jetzt zusagen. Ja, deine Locken, ne? Ja, wir haben dieses Jahr wieder Sterne verliehen, also im Frühjahr schon, jetzt zur deutschen Meisterschaft auch. Zwei Sterne wieder bekommen, also verliehen an den Chapor und den Sigurd als Motoren, die das deutsche Speedcarving antreiben. Wir sind sehr gefreut und unseren Dieter mit dem Detlef zusammen, die also uns alles dokumentieren und sozusagen, wie haben wir geschrieben, hier Blockhausen in die Welt hinaustragen. Ich habe aber auch schon Tisch. Nee, war er nicht. Was? Ja, das nützt trotzdem meine Füße. Moment, ich bin kein Tischler. Aber ich bin ein Zimmerer. Ja, nun kann es losgehen. Der scharfe Start zu den dritten deutschen Meisterschaften im Speedcarving. 14 Teilnehmer, die sich in verschiedenen Veranstaltungen qualifiziert haben, werfen gleichzeitig ihre Maschinen an. Die Formel 1 im Kettensägen kann beginnen. Hallo? Ja, ich bin Markus Scholz, sogenannt Locke. Komme aus Sachsen, ja, und bin zum ersten Mal bei der Deutschen DM dabei. Ich bin der Martin Braunig. Ich mache die Schnitzerei zusammen mit meinem Bruder, dem Winnie. Ja, wir kommen aus einer, man hört es vielleicht an der Sprache, aus dem schönen Frankenland. Ja, ich bin der Uwe Hempel. Ich bin Förster im Werderer Wald bei Zwickau und der Vizemeister vom letzten Jahr. Ja, ich bin der Harald und aus Ingelheim, das ist Rheinland-Pfalz. Ich freue mich, dass ich hier bin, weil das Ambiente findet man sonst nirgendwo. Und für mich persönlich ist es zwar ein Hobby, aber vielleicht wird es irgendwann mal auch noch ein bisschen mehr werden. Ja, hallo, ich komme aus Ecuador, aber ich wohne in Schwäbisch Hall seit 15 Jahren. Ja, freue mich hier zu sein in der deutschen Meisterschaft. Und ich hoffe, dass es gut läuft. Alex, halt! Hallo! Genau, ja, ich bin der Alex, komme aus Rheinland-Pfalz und ja, mache das jetzt auch schon ein paar Jährchen hobbymäßig und ja, freue mich hier zu sein. Wer ich bin, Florian Lindner, genau. Aus Thüringen. 27 Jahre ja, alt. Oder was? Ich bin 28 Jahre alt. Du zählst zu den großen Favoriten, ne? Die immer die Preise abkassieren. Ja, der Florian Lindner ist sich nicht ganz sicher, ob er 27 oder vielleicht gar 28 Jahre alt ist. Dass er zu den besten Sägern gehört, wird sich aber zum Schluss herausstellen. Ich bin Hisai Schabo Engineer.
Und ja, klar, bin ich ein alter Bekannter. Irgendwie, ja, gehören wir hier zu diesem Platz dazu. Ja, wir haben das genau ausgerechnet. Wir führen Buch. Also, zu Säge-Events gibt es jetzt drei Leute, die an der Spitze sind. Das ist die Stefanie Huber, der Sigurd Bratzl und ich, Sharpo Engineer. Ich bin der Sigurd aus Rheinland-Pfalz. Ja, bist du schon vielmal hier gewesen? Oh. Siebenmal. Siebenmal. Achtmal. Mein Name ist Otto Wolkes, ich bin Komiker und hier, um die Leute zu unterhalten. Schön. Ja, genau. Und wer bist du wirklich? Sebastian Seifert, gebürtig in Sachsen-Anhalt, wohnhaft in Sachsen-Anhalt und fahre danach wieder nach Hause nach Sachsen-Anhalt. Ich bin Russe, aber wohne seit mehreren Jahren in Deutschland. Im Moment lebe ich in Baden-Württemberg, obwohl habe ich auch in Osten gelebt, auch in Gera. Seit 2003 bin ich Schnitzer und seit 1. Mai dieses Jahres bin ich auch selbstständiger Künstler. Mein Name ist Jörg Hasenöhl, ich komme aus Schleswig-Holstein. Ich freue mich hier zu sein, beim Saumsäger mal zu sägen. Seit 5 Jahren mache ich das im Dezember, werden es 5 Jahre. Und habe immer noch Spaß dran. Bin mit dem Pilz angefangen, wie die meisten auch. So, ich bin der Jörg Besler, ja, komme hier aus dem Erzgebirge, aus der Chemnitzer Ecke aber. Wo genau? Das war nicht Burkhardsdorf. Burkhardsdorf. Ortsteil Meinersdorf. Ah, ja. Bin jetzt das zweite Mal bei der Deutschen Meisterschaft dabei und mal sehen, was es bringt. Speedcarving ist ja Schnellschnitzen. Wie lange habt ihr Zeit für eine Figur? Es geht bei einer Dreiviertelstunde los, eine Stunde 15 Minuten, also sind verschiedene Durchgänge. Ja, und wenn ihr es nicht schafft, wird die halbfertig hingestellt oder geht es dann weiter? Das ist dann Kunst, ja. Das ist Kunst, gut. Genau. Ich bin der René und komme aus Thüringen. Wo genau? Aus Miesitz, das ist bei Tripp, das Hermsdorfer Kreuz. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Warst du schon mal hier? Nee, ist das erste Mal. Das erste Mal. Gut. Heute der zweite Tag der Deutschen Meisterschaft im Speedcarving. Speedcarving, Schnellschnitzen, Sie haben es vielleicht gesehen, in einer Stunde und 15 Minuten sind jetzt diese Skulpturen, Bänke, was heute alles entstanden. Und wir sind jetzt dabei, alles zusammenzufahren und hier auf der Bühne aufzubauen und dann wird es sofort versteigert. Die Figuren sind fertig, die Säger auch. Es ist eben wie am Anfang gesagt, Hochleistungssport. Die Formel 1 im Kettensägenschnitzen. Wir können mit der Versteigerung beginnen. Kurz nochmal zum Ablauf. Wir beginnen mit 30 Euro. Bei den Bänken beginnen wir gleich mit 50 Euro. Und wir steigern dann in 10er Schritten bis 100, weiter in 10er Schritten bis 200. Also keine Bank, sondern alleinstehender großer Bär von Sigurd Bartel. 70 Euro für den Bär, 60 sind geboten, 70 werden gesucht. 200 sind geboten, wer bietet mehr als 200? 220 werden jetzt gesucht, 220, 200 zum Ersten, 200 zum Zweiten, 200 zum Dritten.
220, 300 zum ersten, 300 zum zweiten, hier 320, 340, 340, wer bietet 360, 360, jemand mit 360, 360, 340 zum ersten, 340 zum zweiten, 340 zum dritten, danke. Wie ist denn das verlaufen hier, die Versteigerung? Seid ihr zufrieden oder ist es eher... Ja, es, heute Mittag lief es besser. Jetzt ist es ein bisschen zäh gewesen. Der letzte Durchgang, da fehlten schon Leute, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber das Ergebnis zählt und das Ergebnis ist sehr gut. Und das Wetter war gut, die Besucher waren gut. Es hat alles gepasst. Wir sind also insgesamt hochzufrieden. Der deutsche Meister steht fest. Wir beginnen aber mit dem vierten Platz. Dem undankbaren vierten Platz. Ja! Danke! Danke! Mit 1060 Euro. Du weißt das wohl schon. Ja. Ich möchte mich trotz alledem recht herzlich bedanken. Und da hat irgendjemand Loser geschrien, der mir gesagt hat, wenn ich hier morgen auf die Bühne gerufen werde. Du hast gesagt, wenn ich hier auf die Bühne gerufen werde. Schabumok. Schabo hat mit Sebastian Seifert eine Wette abgeschlossen, in der es hieß, wenn Sebastian als Platzierter oder Sieger die Bühne betritt, dann muss Schabo Sebastians Füße küssen. Leichtsinnige Wette, wie es aussieht. Was hast du den anderen versprochen, Schabo? Dritter Platz. 40 Euro mehr. Nein, 50 Euro mehr. Harald Kuhnt. Der Harald hat zu mir am Telefon gesagt, ich habe mich da irgendwo mal qualifiziert. Ich bin sowieso Außenseiter hier und ich bin froh, überhaupt dabei sein zu dürfen hier. Ja, ich bin eigentlich hierher gekommen als Nobody. Jetzt Nobody's Perfect Dritter. Also für mich ist das Wochenende der Oberhammer. Ich habe viele, viele Leute kennengelernt, wo ich echt sagen muss, was eine Truppe, ist schwer zu beschreiben. Das Ganze hier in der Umgebung, was hier aufgebaut worden ist und sowas hier zu erleben, einfach nur Hammer. Der zweite Platz mit 1200 Euro, Uwe Hempel. Hey! Vizemeister wie im letzten Jahr. Und wie im letzten Jahr Deutscher Meister im Speedcowing. Florian Lindner. 1510 Euro. Herzlichen Dank für alles hier. Hätte ich dieses Jahr nicht mit gerechnet, dass ich hier gewinnen kann. Also nochmal vielen Dank an alle unsere Helfer, die uns wie jedes Jahr zu Pfingsten hier kräftig unterstützt haben, an den Ständen, am Eintritt, überall. Alle, die uns wohlgesonnen sind. Vielen, vielen Dank.